Havolgat ist irgendwo neben dir aufgetaucht, hält sich bereits ein Fernrohr an das Auge und gibt dann weiter an dich. Was seht ihr? Ich Tokamuya. schaue auch mal. Ah! Was los mit Nee. Tokamuyaks? Kann sein, dass die Neuigkeiten aus dem Norden bringen, so wie sie segeln, aber zumindest sind es friedliebende Floßleute. Vor denen haben wir keine Angst. Da sollte Diamantis auf alle Fälle mal das Geschützfeuer einstellen. Gut, dann nehmt etwas Wind aus den Segeln, dass sie zu uns aufschließen können. Wind aus den Segeln nehmen! Berühren und gehorchen, kannst du sie von oben singen hören. Ja, und dann fällt auf alle Fälle die erste Reihe von Segeln fällt nach unten und wird wieder verzurrt. Dann schauen wir mal, ob die ein Interesse daran haben, sich uns zu nähern. Zulamin wirft einen Blick über die Schulter zu Havulgard. Benutzen Tokamuyak diese Flaggenzeichen? Vermutlich nicht. Nun, dann warten wir einfach ab, ob sie näher kommen wollen. Also du kannst auf alle Fälle sehen, dass sie euch nicht ausweichen. Und wenn ihr selbst dann eben auch Verständigungssignale gebt, eben auch sowas wie das Einholen des Segels, dann kannst du sehen, wie sie wohl mit den wenigen Steuern, die sie haben, machen sie doch noch eine gute Geschwindigkeit. Und wenn die dann näher kommen, kannst du auch sehen, wie da wohl mehrere Schildkröten an ihrer Seite sind und die ein oder andere ist dann wohl auch angebunden an das Floß und zieht wohl selber durch den Strom. Und ja, dann werden die Paddel eben auch so rumgerudert, dass sie neben euch anlanden könnten. Zulamin grüßt sie. Glaube, sie kann die Sprache auf einem ganz niedrigen Wert. Muss mal kurz Moisch. gucken. Genau. Ich habe die nämlich damals aktiviert, als wir die getroffen haben. Dann erkennst du zumindest, dass es Mohisch ist, wenn sie sprechen. Aber du weißt ja auch, dass du Alanfrana dabei hast, die sowas auf alle Fälle können. Du darfst aber mal drauf würfeln. In der Landwehr ist Mohisch zu können tatsächlich verboten. Ich weiß, das Zu hat Rakim sprechen. damals erzählt. Du darfst es nicht sprechen, genau. Genau, aber alle können's. Ja, THW3, 1 gewürfelt reicht. Dann kannst du eine plumpe Begrüßung zu ihnen rüberrufen. Genau, und ich winke dann einen der Schiffsjungen. Holt mir doch mal Rafim und Diamantis her. Ich glaube, die sprechen diese Sprache besser. Ja, Vielleicht haben sie sofort. Nachricht. Ich höre und gehorche. Tarif Sunja, Entschuldigung. Und dann laufen sie los. Gut gemacht! Bitte nicht töten. Ja, und nach grob einer Minute stehen die beiden Alanfane und eventuell auch die anderen Offiziere neben dir. Ich würde breit grinsen und sagen, ihr habt gerufen, ich höre und gehorche. Schön, dass ihr da seid. Verzeiht, Herr Sonja, sollen wir eine Planke runterlassen? Ja, sie dürfen an Bord kommen. Also Aber gut. die Tokamujaks sind wirklich überall unterwegs. Dass Vielleicht bringen sie die noch nicht interessant. gefressen sind. Vielleicht Naja. bringen Sie interessante Neuigkeiten. Der Boltax ist ein ganz großer Freund von denen, aber der schläft ja, Leute. Kapitania, warum sind Sie langsamer geworden? Was sind das für Leute? Ja, wie die Schildkrötenmenschen. Tokamujak, vielleicht können wir Nachrichten austauschen. Nun, vielleicht bringen Sie Nachrichten aus dem Norden. Ja, wer weiß. Na komm, Diamantis, wir sprechen mal mit denen. Ja, Zulamin kommt auch mit. Ja, die Tokamujak selber bleiben auf ihren Flößen und starren euch an, wenn dann die Planken runtergelassen werden. So könnt ihr dann aber auf ihre Flöße treten. Die treten dann erstmal beiseite und dann kannst du sehen, wie wohl eine Schamanin aus einem der Zelte heraustritt. Die verbeugt sich dann vor dir, Zulamin, und auch den anderen Kriegern und Offizieren neben dir und ja, spricht dann in ihrer mohischen Sprache. Zulamin Kauka. versucht zu erkennen, ob das die gleichen sind, die wir damals getroffen haben, oder ein anderer Stamm. Also, sie erinnert sich an die Schildkröte, die ihr damals eine Vision gegeben hat. Du weißt, dass es eine riesige Schildkröte war. Das hier sind aber viele kleine. Also vielleicht ist es eine andere Sippe. Die sehen aber alle gleich aus.
Okay. Also durch die Schildkröte kannst du sie zuordnen, das muss eine andere Sippe sein. Gut. Kauka, das ist die Windwasserfrau. Lumi nickt. Seid gegrüßt. Bringt ihr Nachricht aus der blutigen See? Wenn ihr wollt, wir haben Informationen. Wir kommen von Norden. Ihr wollt handeln. Information. Wir haben auch Informationen. Norden nicht gut. Norden voll von Flut. Ja, wir wissen es. Die Plagenbringer kommt von Norden her und zieht nach Süden. Das ist richtig. Großes Tabu. Was faselt die da von Tabu? Ja, die Plagenbringer kommt aus dem Norden. Nur das wussten wir bereits. Was werdet ihr tun? Segeln nach Süden. Segeln zu Waldinseln. Norden nicht gut. Valusa tot. Valusa tot? Valusa tot. Keine Fische. Ja, von Fluten. Abel mir hat wahrscheinlich auch den Namen Valusa gehört und dreht sich alarmiert zu dir um. Das sollte mich wohl nicht überraschen, aber sie sagen, Valusa sei... Naja, sie sagen, das Wort heißt, glaube ich, tot? Ich nehme an, dass es geflutet wurde? Vielleicht sind nur die Fischbestände abgestorben. Fragt sie einmal, ob die Stadt verbrannt wurde. Nur die Fische oder auch die Menschen? Große Flut, keine Fische und viele Menschen tot. Großer Käfer auf Wasser. Viele Käfer auf Wasser. Ich glaube, das ist das, was passiert, was uns dieser fette Bornländer auch über Nersand erzählt hat. Das wurde einfach überschwemmt. Ja, aber die Frage ist, was das für das Effarthorn bedeutet. Valusa war so gut geschützt wie keine andere Stadt an dieser Küste. Valusa, große Mauer und hoher Turm. Feuer brennt. Aber viele Menschen tot. Valusa keine Heimat. Kaukar sagen, ziehen nach Süden. Das ist eine gute Entscheidung. Aber geht nicht nach Selem. Selem auch groß Tabu. Keine Tokamuya gehen nach Selem. Gut. Könnt ihr das vielleicht übersetzen? Selem scheint auch ein Tabu zu sein. Also sie benutzen dieses Wort auch für die Plagenbringer. Ich denke, es heißt so etwas wie böse nicht hingehen. Ja, ich denke, es hat auch manchmal was mit Geistern zu tun und halt alles, was schlecht ist oder wovor sie Angst haben. Kapok hat das auch über Edas gesagt. Nochmal bitte. Kapok hat das Wort auch für Edas verwendet. Aber, ja, das scheint es zu sein. Nun, Valusa ist verloren oder steht die Stadt jetzt noch? Naja, es scheint so, als hätte sie die Flutwelle auf jeden Fall zum Teil zerstört, aber ich nehme an, der Leuchtturm dürfte noch stehen. Ja, und sie sagten etwas von den Mauern. Die Mauern haben sie wohl geschützt, aber die Stadt brannte und es sind trotzdem viele gestorben? Das ist richtig. Ja. Aber Kauka bläst in ihr Muschelhorn und da entsteht Rone di Kanu. Das ist der erste von 12 Winden, Nipakau. Und das ist gut, oder? Der Wind treibt euch nach Süden? Wind trägt nach Süden. Muschelhorn schützt Stadt. Aber Stadt groß kaputt. Ja, von Flut. Gut, das Effarthorn müsste wohl noch da sein. Und seien wir ehrlich, wenn die Plagenbringer nach Süden zieht, werden sie es nicht mehr brauchen. Dann wird es im Süden gebraucht. Ich bin ehrlich, das wird eine schwierige Überzeugungsarbeit. Ich denke auch, wenn dieses göttliche Artefakt das einzige ist, was die Stadt beschützt, werden sie es nicht freiwillig ergeben. Ja, ich weiß, aber wir müssen es versuchen. Es sind immerhin Geweihte und als Geweihte ist es immer unsere Pflicht,
nicht nur unser persönliches Wohl oder das der Menschen um uns her im Blick zu haben, sondern ja, das Wohl der Menschheit. Und hier steht das Schicksal Aventuriens auf dem Spiel. Ariki geben Informationen. Ariki haben wollen Gemüse. Sie möchten Gemüse. Wir sind gerade erst in See gestochen, das heißt, wir sollten noch genügend haben. Wir können den kleinen Sack Kartoffeln anbieten. Borntoffeln? Borntoffeln, Ei. Ariki wollen, wie Wort, Grünblatt, Salat. Ariki haben Riesenlöffler. Darf ich sehen, deine Riesenlöffler? Du kannst gucken. Und er meint nicht die Schildkröten, oder? Also du kannst sehen, wie sie wohl auf ein anderes Floß geht, die miteinander verbunden sind. Und du siehst, wie da wohl hinter einem der Zelte große Käfige direkt auf dem Floß sind. Und da sitzen viele Kaninchen drin. Unglaublich. Sie haben Riesenlöffler, es ist nicht abzustreiten. Ja. Warum halten Sie diese Tiere an Bord? Für Fleisch nehme ich an. Ariki müssen essen. Nun, das Meer ist doch voller Fisch, oder? Ja, die blutige See ist voller Fisch. Hervorragender Gedanke. Willst du den ganzen Tag Fische essen? Nun ja, wenn ich auf dem See, auf dem Wasser bin, habe ich wahrscheinlich keine andere Wahl. Naja, ganz offensichtlich schon. Sie haben ja Riesenlöffler. Eine Zwingelogik. Sulamin winkt wieder nach dem Schiffsjungen. Ich höre und gehorche. Danke, dass du die beiden hergebracht hast. Jetzt lauf in die Küche und sag an Zwin, er soll ein wenig Kohl oder Salat oder was er eben hat heraufbringen. Es heißt Kombüse Capitana, Tarif Sonja. Danke. Lauf. Bitte nicht umbringen. Er fängt an, loszulaufen. Nach zwei Minuten kommt er wieder nach oben und hat ja ein paar Kohlköpfe dabei. Sehr schön, das kannst du gleich dem Tokamuyak geben. Der Mann dort bei den Kaninchen. Ja, so nickt er und lässt dann dort den, ja, hat sich wahrscheinlich einen Sack oder sowas, einen Kartoffelsack, Borntoffelsack hat er sich genommen, um da die Kohlköpfe reinzutun. Ariki danken. Ariki sagt, Kauka müssen weiter nach Süden. Ihr nicht fahren nach Norden, Norden böse. Wir sterben. Sagt auch Haar. Ja, vielleicht. Aber jemand muss das Böse aufhalten. Ich wünsche euch alles Gute auf eurer Fahrt nach Süden. Mögen die 12 Winde euch begleiten. Und auch euch. Ja, also Sulamin hat es nicht unbedingt eilig. Also wer noch Kaninchen gucken will, kann das tun. Und dann geht das wieder weiter. Okay. Holt die Planke ein. Die Planken werden eingezogen und nachdem die Tokamuyak dann wieder ihre Ruder ins Wasser gestoßen haben, sich von den Schildkröten ziehen lassen, könnt ihr auch wieder Segel setzen und fahrt weiter nach Norden in Richtung des Chalambusen, Maraskans und habt auf alle Fälle schon nach den ersten 3-4 Stunden die Halbinsel umrundet und könnt so dann weiter nach Norden fahren. Irgendwo auf der rechten Seite von euch könnt ihr dann noch den gewaltigen Sturm erkennen, der um Maraskan herum tobt, aber der ist noch weit entfernt, zu eurem Glück. Gut. Weitere Dinge, die ihr auf der Fahrt tun möchtet, sonst würdet ihr nach grob 20 Stunden insgesamt der Fahrt Tireliabad erreichen. Auch in der Nacht wird nichts weiter passieren. Nö, also ich würde am Abend dann nochmal eine Offiziersbesprechung einberufen und auch Melek dazu bitten. Ja, gut. Ich muss gerade mal schauen, das ist der Maat? Nee, das war der Offizier, ne? Ja, er ist wohl Mannschaftssprecher, / Anführer der Recker von Tireliabad. So.
Melek Salkasim Asir, der Mannschaftssprecher, und der Offizier ist selber dann der Hauptmann Ressan Al-Fessir. Sal Ahmad. Aber der ist gar nicht dabei, oder? Doch, der ist dabei. Den hattet ihr mit dazu eingekauft. Falls ihr mal ein Schiff entert, übernehmt, dann im Prinzip ist er der Chef von Melek. Okay, dann. Melek ist ein einfacher gewählter Mannschaftssprecher unter den normalen Matrosen, aber eben ein sehr sympathischer. Ja, gut, dann sitzen die beide mit am Tisch. Gut. Und ja, auch die anderen Helden natürlich. Ausgezeichnet. Nun, ihr werdet es schon mitbekommen haben, dass wir in Richtung eurer Heimat unterwegs sind. Wir wollen gegebenenfalls einen Zwischenstopp in Terilyabad einlegen. Und ich hätte dazu eine Frage an euch beide. Und zwar, wenn ihr von dort kommt, ist euch ein gewisser Donatien von Terilia ein Begriff? Den kennen wir, ei. Was weiß man in eurer Heimat über ihn? Er ist ein wahnsinniger Magier gewesen. Einer der Magiergrafen. Der erste von Edas. Hat so zur ersten Zeit des Borberat-Kriegs ihm gedient. Und verschwand dann. Unter rätselhaften Umständen. Und er stammte aus eurem Heimatort? Er ist dort geboren. Ei. Früher hieß es wohl nur Terilia. Mittlerweile heißt es Terilyabad. Gibt es in eurer Heimat noch irgendwelche, ich weiß nicht, sein Geburtshaus oder irgendwelche Überreste, die man besichtigen könnte? Meines Wissens nicht. Wir haben in letzter Zeit nicht viel von ihm gehalten. Wir haben einen Neffert-Schrein bei uns, ein paar reine Tempel. Sogar Ruhr und Gror, nachdem die Maraskaner bei uns niedergelassen haben, durften sie bei uns aufbauen. Nun, ich nehme an, eure Männer und Frauen wären trotzdem ganz dankbar, wenn wir dort einen kurzen Stopp einlegen würden? Das würde die Moral sicherlich heben, warum nicht? Allerdings, nicht jeder von uns ist aus Terilyabad. Die Grafschaft selbst heißt Terilia. Also es ist im Prinzip von der Küste hoch bis nach Elborum, bis zum Kloster von Keshal Taref. Das ist alles die Grafschaft Terilia und von dort kommen die Recker. Ich verstehe. Nun, wir werden nicht allen eine Freude machen können, aber ich denke, ein kurzer Stopp in Terilyabad sollte drin sein. Ich werde mit meinen Offizieren von Bord gehen und nun, wir sehen uns ein wenig um. Vielleicht finden wir ja doch irgendetwas. Also ich weiß, dass wir mal einen Ingrim-Tempel hatten. Aber ob der noch steht, naja. Boron war nicht sehr gnädig. Was könnte der Ingrim-Tempel mit diesen Donatien zu tun haben? Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur, dass wir mal einen hatten. Hochwertige Waffen, die dort hergestellt worden sind. Aber nachdem Demiona dann uns abgekapselt hat, hat sich da vieles verändert. Nun gut. Ja, wie gesagt, wir werden einen kurzen Zwischenstopp einlegen und wenn wir etwas finden, ist das gut und wenn nicht, nun, dann ist auch nicht viel Zeit verloren. Also gut. Ihr dürft euch entfernen. Das war's schon. Gut. Nun, wenn ihr mir weiter nichts zu diesem Mann erzählen könnt? Meines Wissens nicht viel, nein. Er soll wohl in Elborum auch gelehrt haben. Also er ist in Terilia geboren, deswegen heißt er wohl, ja, Donatien von Terilia. Aber er hat in Elborum gelernt. Und irgendwo in Edas dann, aber wir wissen nicht, wo das ist. Zumindest ja, gibt es in Elborum kein Edas. Ja, das ist uns bekannt. Gut, dann gehen wir wieder. Hab Dank. Gut, und wenn sie dann gegangen sind, schaust du die anderen an. Nun, das war nicht so erfolgreich, wie ich gehofft habe. Aber, nun, wie gesagt, ich denke, es ist nicht viel Zeit verloren, wenn wir uns selbst einmal ein wenig umsehen.
Um was für eine Tages- oder Nachtzeit werden wir Terilia-Bad erreichen? Also ihr seid losgefahren irgendwann gegen, ich sag mal, 14, 15 Uhr, 26 Stunden mehr, dann ist es 16, also ja, 24 Stunden mehr, dann erreicht ihr Terilia-Bad erreicht ihr dann auch wieder gegen 14, 15 Uhr. Okay, das klingt doch gut. Was machen wir mit dem Schiff, wenn wir an Land gehen? Soll es hier warten? Wir sollten uns einen Plan machen, ja. Ich denke, es wäre nicht das Dümmste, das Schiff nach Janka vorauszuschicken. Die Frage ist, ob es dann noch umkehren soll und uns auflesen und in was für Zeiträumen wir denken. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall gut, die Elefanten schon einmal abzusetzen. Und nun, dann müssen wir sehen. Wir könnten von Elborum zu Fuß über Land nach Janka gelangen. Ja. Also ganz kurz, Terilia-Bad ist, das hast du auf der Karte gesehen, das hat auch Kapok dir im Verlauf des Tages gesagt, eine Tagesreise von Elborum weg. Und da könntest sicherlich aufgrund der Größe von Terilia-Bad dort auch Kamele oder sowas erstehen, wenn man denn von Terilia-Bad aus sich absetzen lässt und dann nach Elborum zieht. Das wäre möglich. Es könnte zu unserer Tarnung beitragen, wenn wir in Terilia-Bad beispielsweise Kamele und Waren einkaufen und damit nach Elborum ziehen. Meint ihr? Ist dies wahrhaftig in unserem besten Interesse, unter der Betrachtung, dass Eile geboten ist? Solche Kamele sind langsamer als eine kleine Reisegruppe. Hm? Nun, es geht eher um die Frage, wie wir unerkannt nach Elborum hineinkommen wollen. Hassan, ich meine mich zu erinnern, dass ihr dazu einen Gedanken hattet. Inzwischen habt ihr Yarafim und Boltax kennengelernt. Und nun, ihr seht, wo mein Problem ist. Wie ich bereits sagte, ihr könnt zumindest den Großen als einen Treuzacker durchgehen lassen. Treuzacker sind in Elborum kein Problem. Gut. Was hältst du davon, Rafim? Ja, also einen Treuzacker kriege ich hin. Also, wenn ich da irgendwie überzeugend werden muss, das ist gar kein Problem. Mit diesen Worten würde ich ja laut anfangen, auf Zulamakra zu fluchen und sie alle Hurensöhne zu nennen. Seht ihr? Genau wie die Männer. Klingt überzeugend. Fast wie Truck. Oh, er hat noch einen. Er hat da noch so einen Ton, den ich noch nicht ganz treffe, aber ich versuche mein Möglichstes. Gut, damit hätten wir auf jeden Fall einen Plan für Rafim. Ihr habt natürlich recht, Serpentilio, dass wir nicht zu viel Zeit verschwenden wollen. Gewiss, wir können noch einfach zu Fuß gehen. Wobei ich nicht denke, dass das einen großen Unterschied machen wird. Naja, die Frage ist eher, wann wollt ihr uns wieder abholen lassen? Oder wollt ihr danach einfach nach Janka laufen? Nun, wir könnten in Elborum vermutlich Pferde bekommen. Ja, bestimmt. Es hängt viel davon ab, wie unser Besuch in Elborum verläuft. Vielleicht tragen wir noch einmal die Informationen zusammen, die wir haben. Denn ich bin mir nicht sicher, ob Serpentilio schon auf dem aktuellen Stand ist. Wie meinen, Kapitän? Nun, unser aktueller Stand ist, dass die Miona offenbar irgendwie ihre eigene Ermordung durch ihren Bruder überlebt hat. Ihr meint von Zorgan, ja? Von Zorgan, ja. Und zwar haben Abelmir und Boltax die Theorie entwickelt, dass ihre Seele in den Körper eines anderen gefahren sein könnte. Ja, mit hinreichend viel Vorbereitungszeit und dem nötigen Wissen ist dies sicherlich eine Möglichkeit. Nun, offensichtlich hat man sie bei einem Ritual gestört, dessen Zweck noch nicht ganz klar war. Aber im Nachhinein betrachtet könnte es durchaus diesem Zweck gedient haben.